willkommen zum Hauptstadtsport TV Weekend Flashback. Heute einmal hoch zu Ross. Am Freitag wurde durch Sandra Scheres und Alex Bender das erste Schulschwimmzentrum in der Seestraße eröffnet. Das Projekt Schulschwimmzentren soll die Nichtschwimmerrate in den Berliner Grundschulen verringern. Wasserfreunde Spandau sind ins Finale der deutschen Meisterschaften im Wasserball eingezogen. OSC Potsdam wurde nach nur 3 Spielen der Best-of-5-Serie geschlagen. Und jetzt steht nur noch Waspo Hannover dem Titel im Wege. Da sind die Finalspiele am 22., 25. und 26. Mai. Also Daumen drücken für die Meisterschaft. Das interne Sportfest des SCC war ein voller Erfolg. Zum ersten Mal kamen alle Vereinsmitglieder zusammen und auf dem Plan stand alles, was das Leichtathletikerherz höher schlagen ließ. Beim 6. Spendenlauf der Schüler des Sport- und Freizeitzentrums Berlin wurden für einen guten Zweck die Turnschuhe geschnürt. Wochenende beim TC Blau-Weiß. Die Herren konnten in der ersten Herren-Bundesliga im Hockey leider gegen den Erzrivalen BHC nicht gewinnen, aber es stand viel eher der Abschied von Kapitän Paul Dösch und von Torwart Matti im Fokus. Und so wurde das letzte Spiel kämpferisch und emotional gemeistert. Hauptstadtsport TV natürlich wieder vielseitig unterwegs. Am Freitag heißt es in der 2. Bundesliga im Tennis bei den Damen des Tennisclub Blau-Weiß Saisonauftakt. Das erste Heimspiel geht es gegen den THC von Horn und Hamm zu bestreiten. Und Sonntag finden die Halbfinalspiele unserer Damenmannschaft der Wasserfreunde Spandau gegen Waspo Hannover statt. Das erste Spiel konnten sie schon am Wochenende in Hannover gewinnen. Sollte also am Samstag der zweite Sieg folgen, wird es schon ein frühzeitiger Finaleinzug. Dazu heißt es wieder Daumen drücken für die Wasserfreunde Spandau. Samstag heißt es wieder auf die Plätze, fertig, los und ab ins Schwimmbecken bei den Vereinsmeisterschaften des TSC. Am Sonntag findet auf der Trabrennbahn Mariendorf das mit 20.000 € dotierte Abdel-Toddington-Rennen statt.
Keine Sorge, der erste Start ist erst um 14 Uhr, also könnt ihr beruhigt ausschlafen. Hauptstadtsport TV Weekend Flashback. Ich werde mich jetzt ein bisschen sportlich betätigen und vielleicht tut ihr das Gleiche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Immer sportlich bleiben beim Hauptstadtsport TV Weekend Flashback.